Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich einmal die Gelegenheit nutzen, die Metal Till Death Reihe vorzustellen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Helldrifter mit Bureaucracy zusammen spielen. Und da ich ja natürlich auch die Profile lese von den Menschen, die mir bei Twitter folgen oder bei Instagram, und ich mir dann auch manchmal die Musik anhöre, nicht immer, aber in diesem Fall habe ich es mir angehört, weil es eben um Death Metal geht. Ja, aber gut, dann machen wir so eine kleine Metal Till Death News Folge heute und stellen diese drei Events vor. Los geht's am 14. März. Verlinken tue ich natürlich auch alles in der Beschreibung, die ganzen Bands und natürlich die Veranstaltung, ganz klar. Wie gesagt, los geht's am 14. März und zwar in Stuttgart im Jugendhaus Sielenbuch. Dort spielen Godskill aus Heilbronn, Black and Death Metal, danach Bureaucracy aus Stuttgart mit Bureaucracy, Death and Thrash Metal und natürlich Helldrifter, auch aus Stuttgart, mit Death Metal. Weiter geht's dann am 28. März im Rockkeller Sagrema in Pforzheim. Dort spielen die Teutonic Thrasher aus Balingen mit dem Namen Traitor und dann noch Demorphed aus Pforzheim, die spielen auch Death Metal. Und natürlich Helldrifter aus Stuttgart, die immer noch Death Metal spielen. Dann hätten wir last but not least den Juni, und zwar den 13. Beat Baracke Leonberg. Dort spielen die Thrasher Nuclear Warfare, dann noch die Death Metaler bzw. Death Metal Punk spielen die Eraser. Ich spreche es jetzt einfach mal so aus, auch wenn das A und das H groß geschrieben sind. Und natürlich Helldrifter aus Stuttgart, die auch hier Death Metal spielen werden. Ja Leute, teilt das Ganze, sorgt dafür, dass ordentlich Leute kommen zu allen drei Veranstaltungen. Der Underground lebt, ganz klar. Und wir werden das auch noch teilen auf unserer Facebook-Seite und natürlich bei Twitter und so weiter. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Daumen nach oben, Kommentar, abonnieren und das Übliche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.